Hallihallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch eine weitere Folge aus der Kategorie Backen in der Weihnachtszeit. Ich bin noch nicht wirklich passend gekleidet, aber das kriegen wir hin. Besser, oder? Als meine Frau mir vor 2 Jahren diesen Pullover geschenkt hat, hat sie wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass ich den jemals außerhalb unseres Hauses tragen werde. Pech gehabt, Schatz. Ich liebe ihn. Perfekt für unser Vorhaben heute. Wir backen nämlich Lebkuchen und wie ich es ja schon öfters gesagt habe, Backen ist nicht so mein Ding, aber nicht weil ich es nicht will, sondern weil ich es einfach nicht kann. Da ist dann eher unsere Tochter für zuständig. Die macht das richtig gut. Ich traue mich ran und zwar an Lebkuchen. Es ist ein Rezept aus unserem Wunderkessel Forum. Da könnt ihr das natürlich auch nachlesen, aber selbstverständlich gibt es im Forum auch die PDF-Datei zu diesem Rezept. Lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen an und beginnen mit 175 Gramm Mandeln, die wir im Thermomix zerkleinern werden auf Stufe 10, etwa 10 bis 20 Sekunden. Immer der Moment, wo bei uns zu Hause spätestens der Hund jetzt die Küche verlässt. Mir ist gerade was eingefallen. Man kann ja Mandeln auch schon gemahlen kaufen. Dann sehen die genauso aus wie das, was hier drin ist. Nämlich so. Aber do it yourself ist heute unser Motto. Deswegen machen wir das alles selbst. So, da hängt noch so ein bisschen Mandelmehl hängt da noch unten drin. Das nächste, was wir mahlen, sind 100 Gramm Walnüsse. Und 75 Gramm Haselnüsse, ebenfalls Stufe 10, etwa 10 Sekunden. Hat ganz anders geklungen als die Mandeln eben. Wer vielleicht auch mal was, erkennen Sie die Nüsse am Mahlgeräusch? Alle Sachen klingen anders. So, hier rein das Ganze, umfüllen. Übrigens gibt es auch Haselnüsse gemahlen, ich weiß. Aber wie gesagt, wir machen heute alles selbst. Ein wenig vermischen. Als nächstes kommen 100 Gramm Zitronat und 100 Gramm Orangeat in unseren Kessel. Kennt ihr, ne? Darf in keiner Weihnachtsbackküche fehlen. Klebriges Zeug, aber sehr aromatisch und wirklich so ein typisches, ja, so ein typischer Geschmack eigentlich auch bei Weihnachtsgebäck. Kido abgefallen, brauchen wir glaube ich heute eh nicht. So, das Ganze nochmal 20 Sekunden Stufe 10. So, war da ganz schön gerödelt hier. Und das füllen wir jetzt in ein Extraschüsselchen. Also nicht zu den Nüssen dazugeben. Gut, komm, ein bisschen geht noch. Ich glaube, ich schleudere das Messer noch einmal durch, dass das frei ist, weil da klebt echt noch einiges unten dran. Und wir wollen ja nicht, dass da was verloren geht schon. So. Nachdem wir den Kessel einigermaßen von der Zitronat-Orangeat-Masse befreit haben, kommen wir zum nächsten Arbeitsschritt. Und zwar werden wir jetzt 4 Eier mit 180 Gramm Puderzucker auf Stufe 4 schaumig schlagen. Schaumig, schaumig schlagen. Schaumig, schaumig. Also wir schlagen sie halt, bis sie schaumig sind. 4 Eier, 180 Gramm Puderzucker. Stufe 4 etwa 1 bis 2 Minuten. Ich habe jetzt keinen Rühreinsatz reingemacht, weil das so nicht im Rezept stand. Und wir halten uns natürlich an das, was ihr uns vorgebt. Und schauen wir mal, was passiert. Ich mache erstmal 1,30 und dann gucken wir mal. Stufe 4. Ich heize auch jetzt gleich schon mal unseren Ofen vor auf 160 Grad. Ofen ist vorgeheizt und
denke, das ist schaumig genug. Was denkt ihr? Ja, das ist schaumig genug. 1,30 war das jetzt. Es kommen jetzt die Gewürze hinzu und da habe ich jetzt jeweils eine Messerspitze gemahlene Nelke. Also eine Messerspitze Nelkenpulver, Muskat, Anis und ein bisschen Salz machen wir auch gleich noch rein. Das habe ich in der Tat noch gar nicht reingemacht in die Gewürzmischung. So ein ganz bisschen nur, weil Lebkuchen ist ja ein herberes, das ist ja so die Mischung aus herb und süß. Dann haben wir noch geriebene Zitronenschale, ein Esslöffel. Könnt ihr natürlich selbst von der Zitrone abreiben, aber ich habe die jetzt aus der Packung genommen. Gebe ich zu. War einfacher, weil ich keine ungespritzten Zitronen gefunden habe heute Morgen. Das Ganze kommt hier rein. Ein Esslöffel Zimt ist auch noch dabei. Und das Ganze wird jetzt auf Stufe 3 bis 4 etwa 10 Sekunden vermischt. So, gut. Als nächstes kommen unsere Nüsse dazu. Das mache ich jetzt hier mit dem Schaber am besten rein, dass da keine Sauerei passiert. Das ist übrigens ein Rezept, das ihr sowohl im TM5 als auch im TM31 zubereiten könnt. Die Mischung jetzt nochmal hier auf Stufe 3 bis 4 etwa eine Minute. So, jetzt muss eigentlich nur noch unsere Zitronat-Orangeat-Mischung dazu. Das geben wir jetzt hier einfach rein. Guck mal, an einem Block, Wahnsinn. Oh, das ist auch schon schön zäh geworden hier drin. So, ab, ab, ab. Rein mit dir. So, und dann nochmal eine Minute Stufe 3 bis 4. Also ich mache das dann mit 3,5 beim TM31. In der Zwischenzeit besorge ich ein Backblech, lege es mit Backpapier aus, denn der Lebkuchen muss ja gebacken werden, ist ja klar. So, ich habe jetzt zwei Bleche voll und ich sag mal so, nicht schön, aber selten. Das waren so die ersten Versuche, das sind dann die, die ich nachher esse und dann gucken wir mal, was besser aussieht. Zwei Bleche habe ich jetzt voll gemacht, das sind 32, auf jeden Fall über 30 Obladen. Aber der Kessel, der ist noch gut gefüllt. Also ich denke, wir kriegen noch ein drittes Blech voll. Ich mache aber jetzt erstmal die beiden hier rein. 20 bis 25 Minuten bei 160 Grad und dann mache ich einfach nachher dann heute Abend den Rest. Aber ich will ja erstmal gucken für euch, wie es aussieht. Da ist doch schon mal das erste Backblech, das obere habe ich jetzt schon mal rausgeholt nach 25 Minuten. Ich glaube, die unten brauchen noch so 1-2 Minuten und wenn wir uns das so anschauen, da ist viel Schönes dabei. Die sind jetzt natürlich noch weich. Ich lasse die mal ein bisschen abkühlen und aushärten und dann kommen wir zur alles entscheidenden Degustation, der Geschmacksprobe, weil riechen tun die klasse. Man kann die natürlich auch noch überziehen mit Zuckerguss oder mit Schokoladenkuvertüre. Bei uns zu Hause ist das immer ganz klar geregelt. Die weißen ist meine Frau, die schwarzen mit dem Schokoladenguss meine Tochter und ich esse die ohne alles. Und deswegen kommt da nichts drauf. So, ihr seht, da ist jetzt wirklich einiges bei rausgekommen. Zwei Bleche und zwar in der Tat noch genug Material für ein drittes Blech. Kann man sich nicht beschweren. Optisch, ja, das war so der erste Versuch. Aber wie gesagt, viel Schönes dabei. Wichtiger ist mir ja jetzt eigentlich der Geschmack als die Optik, weil die sind ja für mich. Okay, die sind noch ein bisschen weich, weil noch nicht ganz durchgetrocknet, ausgekühlt. Aber ich finde die mega lecker. Genau die richtige Mischung zwischen diesem Orangeat und Zitronat mit den Nüssen. Die Gewürze dazu ist absolut cool. Mir schmeckt's, ich kann da jetzt echt nichts anderes zu sagen. Und ich bin ein bisschen stolz, ja. Ich habe gebacken.
mal wieder. Ja? Vielen Dank für die tolle Idee, Lebkuchen backen für die Weihnachtszeit. Ich esse den jetzt auf, den Rest packe ich ein, weil die halten sich auch so ein paar Tage und bringe die dann irgendwann mal zu Kaffee und Kuchen, zu Muttern oder so, keine Ahnung. Vielleicht esse ich es aber auch alle selbst. Ich wünsche euch eine gute Zeit, viel Spaß beim Ausprobieren und vielleicht habt ihr auch noch Ideen, wie man Lebkuchen noch machen kann. Ich habe mal ein Rezept gesehen, da war das quasi so auf einem Blech, also ein Lebkuchen, und dann ist man nur so mit dem Messer durch. Ich finde es aber nicht mehr. Vielleicht könnt ihr mir da mal in die Kommentare schreiben, wo ich das finden kann, und dann machen wir das vielleicht nächstes Mal oder nächstes Jahr. Ist ja nochmal Weihnachten, glaube ich. Ja? Und ab September liegt das Gebäck ja auch in den Geschäften aus und dann können wir ja auch im September schon Lebkuchen backen. Alles Gute bis dahin, guten Appetit und tschüss!